Herr Weil, einmal ganz kurz. Einmal. Auf deiner Mütze sehe ich immer gar nicht, wo du bist. So. Ja, klar. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat furchtbare Konsequenzen für die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, ist mit dramatischen Zerstörungen verbunden. Gleichzeitig führt das dazu, dass die ganze Welt die Auswirkungen dieses Krieges spürt. Wir in Europa, wir in Deutschland merken das auch an hohen Energiepreisen, an der Inflation und natürlich auch daran, dass wir uns um die Frage der Energiesicherheit Gedanken machen müssen. Tatsächlich haben wir es hinbekommen, dass in dieser kurzen Zeit ein solcher Terminal hier errichtet werden kann, dass wir dieses Schiff hier jetzt sehen, das diese Aufgabe wahrnehmen wird und die Regasifizierung des hierher gelieferten Gases für das deutsche Netz operationell umsetzen wird. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag für unsere Sicherheit.